Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Lange hat's gedauert, aber wir sind zurück im Hausflipper. Der Hausflipper, kennt ihr noch, der Heimwerker-Simulator. Der Heimwerker-Simulator ist noch lange nicht tot, ich kann es euch sagen. Es kommt dann noch etwas, und zwar schon die nächsten Tage. Und zwar das Garden DLC, also so eine Erweiterung, dass man auch den Garten ein bisschen umbauen kann, ein bisschen hübsch machen kann. Wir haben vom Publisher bereits eine Vorabversion bekommen. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, es kommt am 15., glaube ich, in der Videobeschreibung. Ist ein Link. Da kommt ihr direkt dahinter, habt ihr alle Informationen, was kostet das. Ich weiß es gar nicht, was kostet. Was kostet das, was ist alles dabei und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir dürfen es euch schon mal zeigen. Ich freue mich, vielen Dank. Ich habe natürlich noch den alten Spielstand, in Anführungszeichen, mit den 157.000. Wir waren damals schon ganz schön fleißig, ne? Und jetzt gucken wir mal rein, ob wir vielleicht direkt einen Gartenauftrag bekommen. Ah, guck mal. Ein Spielplatz. Ich weiß nicht genau, ich denke mal, dass diese Grünen jetzt alle neu sind, weil das war ja schon da. Auftrag, den Garten in Ordnung bringen. Ich glaube, wir fangen mit was Simplen an. Glaube ich einfach, das wäre gar nicht so schlecht. Hallo einmal. Leider hat sich meine Geschäftsreise erheblich ausgedehnt und ich werde zu Hause am Ende dieser Woche sein. Zu Hause möchte ich einfach nur entspannen und denke, es kann mich unglaublich nervös machen, wenn der Garten in Chaos wird. Vielleicht sollte man die deutsche Übersetzung nochmal angreifen. Ich weiß es nicht genau. Bitte bringe es zur Ordnung und mähe den Rasen. Sandra Ziegler. Sandra, das mach mal. Das ist gar kein Problem für uns. Und dann gucken wir es einfach mal. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Sie haben das neue Tool freigeschalten. Ab sofort können Sie das Gras mit einem Rasentrimmer schneiden. Ich freue mich. Ich freue mich wie Bolle. So, ist das das? Nee, doch. Das ist nicht unser Haus. Das muss man mal sagen. So. Ich muss erst wieder reinkommen. Das ist ja hübsch hier. Das ist, es steht da oben, ne? Garten, wir haben hier Gartenzwerge. Oh, wir können richtig so ein Feng Shui-Ding anlegen. Was? Schafshütte. Schafe? Wait, ist das schon das richtige Spiel? Ich glaube schon. Skulpturen, Zubehör für Tiere, Gewässer. Ein Pool! Oh, das ist ja, also, da bin ich ja gespannt jetzt, ne? Gibt es auch einen Teich? So ein Teich? Ich würde mir so einen Teich. Oh, ein Wasserteich. Geil! Oh, das wird cool. Ich freue mich drauf. Lol. Das ist das normale Menü, das Haus. Und das ist Garten. Jetzt guck mal, wie viel Platz hier noch ist. Ich sag nichts dazu. So, Moment. Mähe den Rasen. Entferne das Unkraut. So, das sind 906 Quadratmeter. Seid ihr denn wahnsinnig? Wie soll ich denn so viel Zeug machen? So, warte mal. Aha. Unkraut entfernen. Mach mal. Okay, das heißt, wir müssen... Geht das Unkraut nicht automatisch? Oder kann ich einfach mit dem Rasenmäher drüber fahren wie so ein Wahnsinniger? Ich weiß es halt nicht. Wir werden, wie gesagt, ich habe nicht vorher getestet oder irgendwas. Ich habe runtergeladen und haben mir gedacht, komm, wir tauchen direkt ein in die Materie. Weil beim Hausflipper hat es ja mehr oder weniger auch ganz gut funktioniert, ne? Und deswegen haben wir gedacht, komm, wir machen das einfach mal 15%. Oh lol, muss ich den Rasenmäher selber mitbringen oder hat der Kunde? Ah, warte, ich habe eine neue Fähigkeit. Oh, das ist ja schnell gegangen. So, warte mal. Eine neue Fähigkeit, 6 gemähte Rasen, 15 gepflanzten, okay. Schnelligkeit, Ausstattung, Gartensinn. Ich würde sagen, wir machen mal den großen Rasentrimmer. Ich glaube, das ist gut. Können wir nicht für den Garten uns so Gerätschaften kaufen? Also für uns selber oder haben wir die automatisch? Das wäre halt interessant, ne? Verbessern. Es ist, okay, das ist goldenes Händchen, bauen, malen, zerstören, aufräumen, verhandeln. Ich hatte aber schon mal mehr, wird hier schon angezeigt, ne? Ja. Wie gesagt, es wird alles übernommen, sehr schön. Gut, jetzt gehen wir nochmal gucken, ob wir nicht vielleicht trimmen. Jawohl. Haben wir keinen Rasen mehr, sag mal. Ich kann ja nicht die ganze Zeit durchlaufen, wie läuft das? Ach, geht doch nicht, ne? Also trimmen, für die Leute, die es nicht wissen, ich habe ja auch einen Garten. Trimmen ist eigentlich nur für den Rand, habe ich immer gedacht. Aber wenn die hier natürlich alles getrimmt haben wollen, ne, das ist natürlich auch ein bisschen aufwendig. Das Gute ist, jeder kennt, also jeder, der einen Trimmer hat, weiß, was ich jetzt meine. Dieses Stückchen, wie heißt das? Dieses Stück vorne, das man immer rausziehen muss, weil es immer abbricht, ne? Alter, das ist so eine Scheißarbeit. Aber das ist hier nicht berücksichtigt, das finde ich gut. Weil es ist immer mega nervig, dieses Ding immer nachzuziehen. So, müssen wir hier außen rumschneiden? Das ist aber kein, das muss, ne? Also wie gesagt, zum Rumschneiden bei anderen Pflanzen ist das super. Gut, ich glaube, dass das Unkraut auch weggeht mit dem.
Also du kannst schon relativ flott hier mähen. Mähen. Es ist eigentlich trimmen, ne? Das ist nicht das Gleiche. Das muss man einfach mal so sagen. Ich weiß auch nicht, ob der Winkel eine Rolle spielt, aber wir werden das jetzt einfach mal komplett trimmen, weißt du? Dauert halt ein bisschen, aber wir machen das so wie im Landschaftssimulator. Zuerst das Vorgewende, ne? Und dann machen wir den Rest. Alter, die Maschine ist schon heiß gelaufen. Ich frage mich ja, wo das Kabel ist. Oder ist das ein Akkugerät? Wenn das ein Akkugerät ist, dann alle Achtung. Dann bin ich ja gespannt, wie lange der Akku hält. Aber es geht tatsächlich voran, ne? Ich habe auch nichts anderes, ne? Warte, wie war das nochmal? Ne, das war das hier. Ah, Licht haben wir auch, gut. Ist es falsch, warte. Okay, wir müssen das Ding nehmen. Es geht halt nicht anders. Ich meine, es ist sauber. Guck dir das mal an. Also da kannst du von dem Boden kannst essen, ne? Das steht außer Frage. Ja, das ist gut. Ich glaube, dass wir auch das Unkraut damit entfernen können, ohne Probleme. Das glaube ich, finde ich ganz okay eigentlich. Ich sag's halt, ne? Ich bin halt der absolut perfekte Gärtner. Ne? Vom Baumeister zum Gärtner ist ja praktisch nur eine Nachschulung. Also das ist ja kein Problem. Hier werden wir mal. Oh, hier ist aber was los. Jetzt habe ich nochmal die Hand. Sind das Brennnessel? Oh nee. Ich hoffe, ich habe Arbeitshandschuhe bekommen, du. Brennnessel ist da ist nicht zu Spaß mit, ne? Das muss ich ja so sagen. Rechte Maus, dass sie gerückt halten. Jetzt langsam kommt es wieder. So, hier, die ganzen Ecken schön. Ich weiß auch nicht, ob das so ist wie im Landschaftssimulator, dass du zum Beispiel, dass du nicht alles machen musst, sondern nur einen bestimmten Teil, oder ob du wirklich hier jeden einzelnen Grashalm machen musst, ne? Also das Resultat kann sich sehen lassen. Nur in Real Life würde man auf gar keinen Fall so eine große Wiese trimmen. Das ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig, weil das Gras auch viel zu hoch ist zum Trimmen eigentlich. Boah, hier geht's aber voran, du. So ein Aufsichtsrasenmäher wäre halt auch schon geil, ne? Vielleicht kann man sich den irgendwann noch freischalten. Das wäre schon richtig geil, eigentlich. Irgendwann kommt dann die Motorsäge, dann müssen wir die ganzen Bäume hier fällen. Das wäre auch geil. Ah ja. Das ist ein harter Brocken, den müssen wir mit der Hand rausreißen. Guck dir mal an, also wir haben das jetzt. Hier, guck mal nicht hin. Aber das ist jetzt, bis jetzt ist es schon cool, oder? Guck dir mal diesen englischen Rasen an, bitte. Ist ja wohl perfekt. Da gibt's ja wohl nichts zu jammern. So, warte mal, hier müssen wir noch weitermachen. Wir schaffen das, die Folge, ich sag's euch. Gut, hier hinten haben wir auch das größere Stückchen. Muss man ja so sagen. Aber, oh. Das ist kein Problem. Solange der Akku des Gerätes hält, bin ich dabei, ne? Fühl mich so ein bisschen wie Chuck Norris, weißt du? Guck dir mal an, welche Arbeitsbreite wir hier haben. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn das in Real Life auch so gut gehen würde, ne, würde ich echt so einen Hausmeisterbetrieb oder so eine Gärtnerei oder sowas auch machen. Gut, Gärtnerei nicht, weil die machen ja noch mehr. Es ist wie nur ein bisschen Rasenpflege. Naja, was stehen gelassen. Das ist ein bekanntes Problem bei mir. So, das müssen wir dann... Okay, warte mal. Ich würde sagen, wir machen das Gras erstmal... Neue Fähigkeit. Ein großer Rasentrimmer. Ich glaube, der war wichtig, der große Rasentrimmer. Eine Spezialschaufel brauche ich jetzt so nicht. Ich würde eher mal sagen, schnellere Pflanzen um 80%. Wahrscheinlich schnelleres Pflanzen, ne? Ab jetzt kannst du die nicht komplett mit den Aufträgen abschließen. Ich will das weitermachen. Ich hab da Bock drauf, weißt du? Also ich will ja dann, das Endresultat ist immer das Schöne. Weil die Arbeit selber ist jetzt nicht so spannend, ne? Aber das Endresultat, das will ich mir dann wirklich angucken, was wir geleistet haben. Ich finde solche Arbeiten halt wunderbar, wo du siehst, was du geleistet hast. Das mag ich halt. So. Wie gesagt, das Unkraut müssen wir dann noch machen. Ich hätte mir echt Handschuhe mitnehmen sollen. Seht ihr schon. So, das ist jetzt hier wirklich... Also ich will das wirklich 100-100 schaffen, ne? Ohne Scheiß. Wenn mich da mal der Ehrgeiz gepackt hat, dann will ich das aber auch schaffen jetzt hier. Und wenn ihr oben rechts mal guckt, es wird ja immer mehr. Also, da geht ja richtig gut voran hier. So, hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Also, ich finde, das Stück haben wir richtig gut weggetrimmt, ne? Profi-Trimmer Werner, würde ich sagen. Trimmen kann auf alle Fälle. So, das Ding ist so heiß gelaufen wahrscheinlich. Da kannst du jetzt ein Würstchen mitmachen. So, 98. Wo steht noch was? Warte, wir machen es anders.
Dann machen wir erst die ganzen Büschelchen hier weg, weil das sind natürlich nicht so schön. Warum ich das Licht denn habe, fragt ihr euch wahrscheinlich. Ich sehe das besser dann einfach, weißt du? Gut, jetzt ist es nicht mehr so dunkel, können wir es auch machen. Okay, dann war hier hinten noch was, ne? Das sieht gut aus. Mit dem Mähen müssen wir nochmal gucken. Hier ist noch ein bisschen was. Da, wo habe ich noch was gesehen? Hier, ne? Hier war ein bisschen schleißig unterwegs. Du hast 100% beendet. Nice! Okay, dann können wir ja Enter drücken. Du kannst jetzt den Auftrag für abschließen. Es gibt nicht viel Geld, muss man sagen, ne? Aber gut. Wir haben den ersten Auftrag schon mal gemeistert. Finde ich cool. Errungenschaft freigeschalten. So. Gut, das war jetzt nicht der Reißer, aber so für den Anfang war es schon ganz okay, ne? Wir können. Oh, hat sich direkt rumgesprochen, dass wir gut sind. Meine Tochter wächst wie eine Hefe. Wie eine Hefe? Okay. Ich möchte für sie Spielecke im Garten vorbereiten. Es scheint mir, eine Schaukel, Sandkasten, Wippe. Würdest du viele Sträucher für mich anpflanzen? Meine Frau gekauft. Oh Gott! Was gibt denn das? Was gibt denn das an Geld? Kann man das, hat man das nicht mal angucken können, wie viel Geld das gibt? Spielplatz, ein bisschen Kies und Sträucher. Puh, machen wir das mal. Mit Kies und Sträucher kann ich mich aus, ne? Oh, kannst du jetzt auch ganze Wege pflastern, ne? Geil. Jetzt kannst du den Garten gestalten. Du kannst Pflanzen in die Kategorie Garten in den Shop finden. Lol. Oh, das ist jetzt schon hübsch. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ein neues Tool freigeschalten. Du hast den Gartenschlauch freigeschalten. Mit dem Gartenschlauch kannst du die Blumen gießen und den Wassertank füllen. Und den Schmutz aus dem Haus. Oh, lol. Warte. Tada. Gibt es noch einen anderen Schlauch? Nö. Okay. Können wir das Auto damit waschen? Supi, das macht ja richtig Bock. Okay, warte genug. So, ich habe eine Frage. Können wir das Auto verkaufen? Lol. Okay, lass mal das sein. Es sieht eigentlich eh schon hübsch aus hier, ne? Hier hat man so eine kleine Sitzecke. Wunderbar, das könnte man auch noch verschieben. Müssen wir das vielleicht mal waschen? Kann natürlich auch sein, ne? So, der Garten geht aber nur bis hier. Oh, ah ja. Streue die Hecke. Zweifarbiger Kies. Okay, ich glaube, es ist Zeit, um Kies zu organisieren. Warte, bauen? Nee, was war anders? War das woanders? Zurück ins Büro möchte ich jetzt nicht, nein. Ich möchte gerne einkaufen. Da hier, Käufer, sowas. Shop, richtig. Garten und dann brauche ich Steinchens. Erholung. Ein Griller. Da weißt du schon Bescheid, ne? Zubehör. Achso, wait, das gibt es nochmal eine Unterkategorie. Das ist ja Wahnsinn. Möbelpflanzen. Ist das Pflanze eine Pflanze oder ist Pflanze auch mit Kies? Gehwege. Aha, da kommen wir der Sache schon näher. Wir haben jetzt hier einen einfärbigen Kies und einen zweifärbigen. Was wollten die nochmal haben? Wir brauchen einen zweifärbigen. Gut. Kein Problem. Habe ich schon gesehen im Shop. Wo war das nochmal? Hier, zweifärbiger Kies. Weiß ich doch nicht. Nehmen wir das hier, oder? Standard. Nehmen wir Standard. Standard ist gut. Kaufe viele. Aha. Okay. Wie ich das jetzt hier hinmache, ne? Hat sich nicht wirklich was geändert. Die Frage ist, wohin wollt ihr das? Ist das so richtig, was ich hier mache? Die Frage ist halt, wo wollen sie das haben, ne? Pflanze, die Pflanze. Nee, die Umrandung geht aber hier nicht weiter. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal den Teil da hinten, ne? Einfach mal gucken, wie weit das hier gewünscht ist von den Leuten und ob das auch so ankommt. Ich weiß ja nicht, ob das gewünscht ist, was ich hier mache. Oh, ist aber schon hübsch, ne? Muss man ja sagen. Das kann ich gut. Guck es dir an, es ist einfach ein Träumchen. Irgendwie geht mein Fortschritt nicht hoch, sondern nur mein Geld runter. Das ist ein bisschen schlecht. Ich gehe jetzt einfach mal hier raus. Oh, ah, ich hätte vorne raus müssen, nicht hinten raus. Supi, dann hast du wieder richtig gut hinbekommen. Ah, ist auch markiert. Ich bin auch ein Depp, ne? Ja gut. Das gehört dann dem Handwerker dann, wenn er was falsch macht, ne? Das ist einfach so. That's daily business. So. Finde es ein bisschen schade, dass man nicht alles zuerst wegmachen muss.
Die Pflanze Nadelbaumstrauch. Jetzt geht's aber los hier. So, da können wir jetzt mal wegmachen, brauche ich jetzt nicht mehr. So, Pflanzen. Nadelstrauch. Und welchen davon? Nadelbaumstrauch. Okay, warte. Nadelbaumstrauch. Kann ich das oben eingeben? Da hier. Der ist auch wunderschön, oder? Und wohin soll ich den pflanzen? Irgendwo hin. Wie soll ich... Warte mal. Hier? Da steht aber Pflanzen. Wie soll ich den pflanzen? Ist das... Das ist Unkraut, ne? Das machen wir erstmal weg. So. Da geht ja gar nicht, du. Ich hätte wahrscheinlich zuerst die Pflanze pflanzen müssen, ne? Die Pflanze pflanzen, weiß ich Bescheid. Und dann später das andere machen. Pflanze die Pflanze, schreiben sie hin. Ich habe nicht immer eine Schaufel, weißt du? Wie soll ich denn die Pflanze pflanzen, ohne Pflanzen zu pflanzen? Ich bin raus. Warte, müssen wir da irgendwie in Erde... Achso, wait. Ich hätte das wahrscheinlich mit den Fähigkeiten machen müssen, ne? Kann das sein? Hier ist die Schaufel. Ich habe nicht richtig geskillt, glaube ich. Somit habe ich keine Schaufel. Kann ich mich hinsetzen? LOL! Ich bin Profi. Warte. Jetzt habe ich doch auf einmal eine Schaufel, ne? Nehm die Schaufel. Wie weit muss das raus? Okay, es wird tiefer. Ich weiß nicht genau, wie tief das Ding muss, aber es ist schon eine relativ große Pflanze, ne? Das Loch ist vollständig ausgegraben. Wunderbar. Wie geht die Schaufel wieder weg? So. Setze die Pflanze. Oh. Jetzt kann die Pflanze mit Erde bedeckt werden. Da muss ich die Schaufel nochmal nehmen. Ah ne, mit Händen macht er das. Ja gut. Gießen. Kein Problem. Ist gegossen. Die Pflanze wurde gepflanzt. Ja, das ist doch wunderschön hier. So, was ist hier für Phase? Oh ja. Hier wollen sie einen einfärbigen Kies haben. Okay, das können wir machen. Wir machen hier nochmal ein paar Pflänzchen weg. Also momentan, also jetzt habe ich es drauf, muss ich sagen. Ne? So, dann holen wir uns jetzt Tab. Einfärbiger Kies wurde sich gewünscht von den Leuten hier. Kein Problem. Kies. Einfärbiger Kies in einem... Ach, nee, nimm mal helle Farbe, ne? Wie viel haben wir schon? Na, wir brauchen alles. Ey, das muss aber gut bezahlt werden. Der Kies ist verdammt teuer, ey. Ich habe mal so eine andere Farbe genommen, weil immer so dieses... Dieses Grau und so weiter ist auch nicht so geil. Sieht gut aus, können wir lassen. Da brauchen wir nochmal so einen Nadelstrauch. Nadelbaum. Wie heißt das Ding? Warte. Zurück. Nadelbaumstrauch. So. Nehmen wir mit. Kaufen. Jawollos. Setze die Pflanze. Nimm die Schaufel. Ich hab das drauf. Also ohne Scheiße, ich hab das richtig drauf, ne? Ich weiß ja nicht, ob das so schön war jetzt hier. Ich hätte sie wahrscheinlich parallel setzen müssen, ne? Gut. Naja, machst du nichts. So, dann setzen wir das Ding ein. Bedecken mit Erde, na, schön mit den Händen. Geil. Und gießen. Perfekt. Haben wir gemacht. So, was ist hier? Nix. Was ist hier? Auch nix. Auto? Nix. Hier vorne wird noch was sein, ne? Hier kommt auch Kies hin. Lol, ihr wollt ihr alles voller Kies haben, oder was? Wir machen heute mal eine längere Folge, ne? Ich wollte es nur sagen. Wir machen heute mal so eine Halbstundenfolge vielleicht. Ich muss gucken, ob mir das wieder Bock macht. Oh, neue Fertigkeitspunkte, das ist gut. Dann nehmen wir sichtbar hoher Rasen auf der Minikarte. Nee, ich würde eher sowas sagen. Das ist so eine richtig geile Schaufel, weißt du? So, dann nehmen wir nochmal ein bisschen, wie heißt das? Genau, Kies. Wollen Sie jetzt hier einfärbigen haben, oder? Einfärbiger Kies, gut. Machen wir. Kies. Einfärbiger Kies. Was ist der Unterschied zwischen den zweien? Diesmal nehmen wir eine bisschen kleinere Struktur, die kleinste Struktur, und nehmen Gelb. Ist das ekelhaft. Gut, hier muss ich eh nicht wohnen. Bin da richtig gut drin, ne? Muss man ja so sagen.
Gut, Farbkombinationen über Farbe oder über Geschmack allgemein lässt sich ja bekanntlich streiten, aber schon wieder so ein Nadelbaumstrauch. Ehrlich jetzt? Das ist ja richtig schlimm hier. Nadel, also der Nadelbaumstrauch wie immer halt, ne? Ja. Was ist das hier? Ah, da gibt es noch andere. Oh. Kaufen. Yes. Hier kommt die Pflanze rein, hier finde ich supi. Ich glaube, wir haben dann noch einen vierten Teil, aber dann sind wir auch echt fertig. Das Problem ist, du kannst ja nicht mitten in den Missionen speichern, glaube ich. Außer sie haben es mittlerweile gerne, das weiß ich nicht. Setze die Pflanze, so, schön festdrücken mit dem Finger. Zack. Und schön bewässern. Ich sag euch, dieses Gartending, ne, das liegt mir einfach. Warte, hier haben wir auch noch, ne? Hier müssen wir auch noch. Oh ja. Hier kommt aber wieder zweifarbiger Kies hin. Das ist immer ein bisschen Unterschied hier, ne? Ich wäre auch geil, wenn du so eine vom Haus so eine Biotonne hättest, weißt du? So eine Bio-Abfalltonne. Oder dann das ganze Unkraut reinpacken müsstest. Das wäre mega geil. So, hier habe ich aber gesehen, kommt wieder zweifarbiger Kies hin, ne? Zwei. Okay, warte, wir nehmen Kies. Zweifarbiger Kies. In richtig dunkel und zwar in ganz kleinen Körnungen. Das ist richtig geil. Guckt dir an, wie schlecht das aussieht. Ich habe fast die gleiche Farbe getroffen wie oben, ne? Ah, warte, jetzt weiß ich, was es ist. Nee, es ist eigentlich. Ach, egal. Ach so, ja moin, mit dem Mausrad. Ich habe mich schon gefragt, hä, was ist denn jetzt los? Aber mit dem Mausrad kannst du größer machen. Ja gut, musst du auch erstmal drauf kommen, ne? Wer soll das denn alles wissen? 97, wo fehlt noch was? Okay, das sieht 98, okay. So, mit den Ecken ist es ein bisschen schwierig, aber auf alle Fälle machbar. Irgendwo haben wir noch Wiese, ich sehe das doch. Ja, haben wir gemacht, super. Dann nehmen wir noch den berühmt-berüchtigten Nadelstrauchbaum oder Nadelbaumstrauch, so ist richtig. So, kaufen. Ich finde den halt hier schön, ne? Da kommt es nämlich so rein, dann ist es nämlich schön symmetrisch. Ich hoffe, es heißt symmetrisch. Das ist so ein bisschen entschleunigend, das Ganze hier, ne? So ein bisschen ruhig, Slowdown. Läuft. Noch einmal? Aber tief jetzt. So, einsetzen, bedecken mit Erde. Schön mit dem Finger. Wasser nach. Geil, wir haben beendet. Supi. 1500, ob das jetzt ein guter ist oder schlecht ist, weiß ich nicht. Wir werden auf alle Fälle das nächste Mal einen Kinderspielplatz bauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, wer daran Interesse hat, gerne in den Kommentaren, gerne in die Videobeschreibung gucken, da ist das Ganze verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.